Ganz herzlich willkommen. Ich zeige Ihnen ein Video, das ich Ihnen auch schon mal gezeigt habe, in einer kürzeren Variante. Es geht hier um die Demonstration von Wellen, von Querwellen. In diesem Schauexperiment kann man so Querwellen erzeugen, weil diese Metallteile hier mit diesen gelben Markierungen, die sind über Federn miteinander gekoppelt. Wenn es eine Störung hier auf einer Seite auf die Welle diesen Wellenträger gebe, wird diese Störung sich als Welle ausbreiten. Und in dem Fall geht es mir jetzt vor allem um die Reflexion der Welle hier am Ende. Das heißt, wir schauen jetzt mal die Situation an, wenn das Ende hier, wie in dem Fall jetzt frei ist, frei beweglich ist. Wie sieht da die Reflexionssituation an, wenn ich da einen Puls gebe? Wie wird der Puls reflektiert? Na, blockiere ich mal das Ende. Wir schauen uns an, wie es dann aussieht. Jetzt kommt zuerst ein Beispiel, wo die Reflexion eines Wellenbergs am Ende, ohne dass das Ende fest eingespannt ist, beobachtet wird. Sie sehen, nach kurzer Zeit läuft jetzt hier ein Wellenberg nach hinten und er geht als Wellenberg wieder zurück. Wir haben also eine Reflexion, wie man sagt, ohne Phasensprung. Nochmals. Kurze Zeit entwickelt sich daraus ein Wellenberg und da geht das Wellenberg wieder retour. Jetzt blockiere ich mal das letzte Teilchen, so dass sich dann hinten eine Reflexion mit Phasensprung ergibt, an einem festen Ende, wie man sagt. Jetzt ist das letzte Teilchen blockiert. Ich mache das gleiche Experiment wie vorher. Nach kurzer Zeit entwickelt sich ein Wellenberg und da geht es ins Wellental zurück. Nochmals. Nach kurzer Zeit gibt es einen Wellenberg und da geht das Wellental zurück. Also hier haben wir jetzt eine Reflexion mit Phasensprung. Jetzt eine Kombination von beidem wäre eine Situation, wo das letzte Teilchen quasi Energie an ein anderes Medium abgibt oder in eine andere Form umwandelt. Das kann ich auch tun, indem ich das letzte Teilchen mit einem Wasserbad kopple, das dann nachher normale Wasserwellen produziert. Ich schicke jetzt einen Puls auf den Wellenträger, wie vorher. Und wir sehen, es wird jetzt nur noch wenig reflektiert. Die Energie wurde jetzt in eine andere Energieform umgewandelt, in dem Fall jetzt in die Wellenbewegung in diesem Wasserbad. Auf die Art kann man mit seinem sogenannten Abschlusswiderstand auf dem Wellenträger Reflexionen vermeiden. Also wenn man stehende Wellen machen will, dann will man ja Reflexionen haben, entweder mit einem losen oder einem festen Ende. Schauen wir uns zuerst mal an, was passiert mit einem losen Ende, wo also hinten an der Reflexionsstelle ein Wellenbauch dann entsteht. Ich erzeuge jetzt eine stehende Welle durch die Anregung vorne. Jetzt läuft die Welle ein und sobald sich Überlagerungen ergeben, habe ich dann hier eine Reflexion und eine stehende Welle. Ich stoppe das Ganze mal. Man hat, glaube ich, gesehen, dass das letzte Teilchen auch in Bewegung war, also ein Bauch war. Jetzt möchte ich das letzte Teilchen blockieren.
ist keine Bewegung mehr möglich des letzten Teilchens und das gleiche Experiment zeigt dann, dass am Ende ein Knoten entsteht. Wir sehen das zweite letzte Teilchen noch, das ist noch in Bewegung. Das letzte, das blockierte, das ist dann der Knotenpunkt. Ich mache es nochmals mit einer etwas größeren Wellenlänge.